idealism prevails. Make the world a better place. Zum Kitchen Talk bei Idealism Prevails darf ich diesmal Beate Hausbichler begrüßen. Hallo. Beate, du bist Redakteurin bei der Tageszeitung Der Standard und Ressortleiterin von Die Standard. Schreibst nicht nur, aber doch vorwiegend zu Frauenthemen. Weshalb ist der Feminismus in meiner Wahrnehmung zumindest derzeit in den Medien so präsent wie noch nie? Ja, ich glaube, das ist nicht nur deine Wahrnehmung, das ist wirklich eine erstaunliche Situation zurzeit. Das muss man, also das ist außergewöhnlich, die momentane Situation mit dem Thema Feminismus in den Medien. Ob es generell eine Stärke gewonnen hat, das werden wir erst sehen. Aber begonnen hat es natürlich mit der Weinstein-Geschichte im Oktober 2017. Und der Grund ist eigentlich recht einfach, er ist prominent vertreten worden, der Feminismus. Also es ist jetzt in den letzten Jahren immer wieder so gewesen, dass prominente Stars oder also reiche Leute, glamouröse Menschen, schöne Menschen, ist ja auch nicht unwichtig, sich als Feministinnen bezeichnet haben. Und jetzt diesen Herbst, also vergangenen Herbst mit der Weinstein, Debatte oder mit diesem ganzen Skandal ist da was aufgebrochen. Und ich finde das schon sehr spannend, weil es ist immer die Frage des Zeitpunkts, weil das sind ja Themen, die ja nicht völlig neu sind. Ja, also es gibt ein schönes Zitat von der Courtney Love, wo sie auf einem roten Teppich interviewt wird, so einfach nur so im Vorbeigehen, was sie einer jungen Frau raten würde, wenn sie nach Hollywood kommt oder wenn sie prominent werden will. Irgendwie so war die Frage. Und dann war ihre erste Antwort, zu keiner Party bei Weinstein gehen. Und das ist aber Jahre her, ich weiß jetzt gar nicht, das war glaube ich Anfang der Nullerjahre oder so. Und also das sind so Andeutungen über eine Branche, nicht nur über eine Person, sondern über eine Branche, wo etwas passiert, das ja auch in anderen Branchen auch passiert. Aber damals offensichtlich, es haben ja auch mehrere darüber geredet, war offensichtlich die Zeit noch nicht reif. Und jetzt sind einfach so verschiedene Diskurse gleichzeitig passiert und sind irgendwie so ineinander gespült worden, dass das so groß geworden ist. Aber ein wichtiger Faktor war bestimmt, dass es eben Prominente waren, dass es Leute waren, die vorerst nicht jetzt mit einer politischen Bewegung assoziiert waren und dass die sich jetzt plötzlich stark gemacht haben. Und dass natürlich dann auch der Boulevard aufgesprungen ist, es ist Sex im Spiel, eigentlich ist es Gewalt, aber es ist als Sex verkauft worden. Das ist jetzt weniger positiv zu bewerten, dass das auch ein Grund war, warum es so groß geworden ist oder vielleicht nicht. Das ist eben die Frage. Ja. Also ist Mittel zum Zweck, ist es eh in Ordnung, wenn man es auch teilweise so spielt, dass es eigentlich die unterste Schublade ist. Aber egal, es ist letztendlich groß geworden und das war einem bestimmten Zeitgeist geschuldet, der einfach vorher noch nicht da war. Das Problem ja sehr wohl. Tatsächlich ist ja zum Beispiel im Theaterbereich die Besetzungscouch legendär gewesen, noch bevor ich auf der Welt war. Genau. Insofern war ich ein bisschen überrascht, dass da durchaus auch prominente Schauspielerinnen gemeint hätten, sie hätten von dem noch nie etwas mitbekommen. Das hat mich schon sehr verwundert. Ja, es ist per se kein Frauenthema, das zu problematisieren, überhaupt nicht. Also man muss auch als Frau bereit sein, hinschauen zu wollen. Man muss auch bereit sein, das als Problem benennen zu wollen. Es gibt ja Frauen, die sagen, mir war das völlig egal, ich bin sexuell belästigt oder ich habe es nicht so empfunden, ich habe es nicht als Belästigung empfunden, ich habe das genossen oder wie auch immer. Ist ja okay, wenn das eine Frau für sich so definiert. Aber es ist natürlich problematisch, das über andere drüber zu stülpern oder einfach
andere Erlebnisse kleinzureden oder ihnen zu sagen, wie sie sich fühlen sollen und damit umgehen sollen. Das ist natürlich, da ist dann schon meiner Meinung nach eine Grenze überschritten. Aber wie gesagt, also es ist kein geschlechterspezifisches Problembewusstsein. Es ist ein Problembewusstsein, das einer politischen Haltung geschuldet ist. Und es ist auch etwas, eine Vermischung, weil es ist etwas extrem Intimes. Also es hat nicht nur mit politischer Haltung zu tun, sondern es ist etwas extrem Schambesetztes, Intimes, wo man sich einfach in einem Moment entscheiden muss, wie man damit umgeht. Und da ist es total verständlich, meiner Meinung nach, dass man halt, dass viele sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben und das erst Jahre später tun mit der Bestärkung anderer Frauen oder dass es eben Frauen gibt wie die Nina Poll, die einfach sagt, ich will generell damit nichts zu tun haben und ich bin kein Opfer und was auch immer, was da so die Argumente sind, obwohl das ja mit Opferrolle, ja, das ist irgendwie ein bisschen eine schwierige Argumentation. Die wollen halt nichts damit zu tun haben und das, wie gesagt, das ist eine Einstellungssache und bestimmt keine Sache des Frauseins oder des Geschlechts. Im Zug dieser MeToo-Debatte sind auch teilweise Haltungen wieder aufgetaucht, die ich aus den 70er Jahren eigentlich kannte, nämlich, dass die betroffenen Frauen selbst schuld sind. Ja, also in genau. den 70ern war das ja. durchaus häufig, bei Prozessen auch, nach Vergewaltigungen, dass mhm. eigentlich auch die Richter schon auf Polizeistationen das oft angefangen, gemeint haben, naja, wenn sie mit dem Minirock da rumlaufen, dann sind sie ja selber schuld. Ja, also das ist ja nach wie vor noch gängig, das Argument. Und nicht nur im alltäglichen Umgang mit diesen Themen, sondern selbst vor Gericht. Also Gewaltschutzexpertinnen erzählen mir immer wieder in Interviews, dass bei Prozessen, die sie begleiten, dass diese Möglichkeit gibt es ja in Österreich, dass man Frauen bei Prozessen begleitet, den ganzen juristischen Weg mit ihnen geht. Die erzählen immer wieder von haarsträubenden Äußerungen von Staatsanwälten, von Richtern, dahingehend, was jetzt diesen Charakter der Frau betrifft, ja, die hätte ja dies und jenes gemacht und die wäre ja so und so gewesen. Das ist nicht etwas, wo man sagt, das ist jetzt vorbei, dass das völlig draußen ist, sondern die Bewertung spezifischer Eigenschaften, die wiederum männlich und weiblich konnotiert sind, oft die werden sehr wohl hervorgeholt, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit einer Person nachzuzeichnen. Und gerade in Delikten, wo es die das Sexualstrafrecht betreffen, ist das ja ganz, ganz heikel, weil da hat man selten Beweise. Ja. Selbst wenn es eine Gewalttat in dem Sinne gibt, dass es Spuren gibt, ist es schwer zu beweisen, weil oft die Frauen halt nicht 4 Stunden später bei der Polizei sitzen, sondern Wochen später im besseren Fall und manchmal sogar Monate später. Selbst dann spielt das eine Rolle. Wer ist diese Person, die diese Anklage erhebt? Weil die muss ja dann die Wahrheit sagen. Es ist ja in so einem Prozess schon so, dass wenn die Frau die Unwahrheit sagt, dass sie dann ein juristisches Problem hat. Und natürlich der geklagt wird, kann jegliche Unwahrheit zu sagen. Ja, das ist ja auch in Ordnung so. Ja, dass das so, also in Ordnung weiß ich nicht, aber das ist halt jetzt im Moment das Strafrecht und das sind schon ganz, ganz harte Situationen und wo jede Frau einfach präsent haben muss, wenn sie zur Polizei geht, dass sie da seziert wird, symbolisch gesprochen, was ihre Vorgeschichte betrifft, obwohl das eigentlich nicht mehr erlaubt ist, aber implizit auch und was ihre ganze Agitation betrifft in diesen Situationen, wo sowas passiert ist. Und weil du gesagt hast, das ist in den 70er Jahren gewesen. Ich glaube, dass es Frauen in so einer Situation, wenn so ein Übergriff passiert, immer sofort denken, naja, was war da jetzt, was habe ich gemacht? Also das ist ja so schwer zu definieren. Es ist objektiv nicht zu definieren, sondern es muss jede Frau für sich sagen, okay, das hat mich jetzt wirklich in meiner sexuellen Integrität, um das jetzt abstrakt zu auszudrücken, verletzt. Das ist ein extrem komplizierter Prozess, wenn es jetzt nicht ganz offensiv eine Vergewaltigung ist oder so. Also das sind wirklich schwere ethische Fragen, die uns da jetzt ins Haus stehen.
Und das ist, und die müssen wir angehen. Das ist irrsinnig dringend und das hat diese Debatte auch gezeigt. Ja. Und wir können auch nicht sagen, es ist so und so und so. Wir müssen das jetzt durchackern sozusagen. Die langen Fristen, bis ein Opfer, sage ich jetzt trotzdem, darüber reden kann. Wir wissen ja mittlerweile aus der Traumaforschung, dass das unter Umständen Jahre dauern kann, bis diese Personen überhaupt in der Lage sind, sich zu artikulieren. Mhm. Dieses Erkenntnis oder diese Erkenntnis hat sich noch nicht in die Gerichtssäle herumgesprochen, meinst du? Überhaupt in manche Gerichtssäle nicht. Also es gibt auch immer wieder die Forderung, also kann man jetzt nicht pauschal sagen, in die Gerichtssäle, aber es ist auch die Leute, die in der Justiz tätig sind, sind nur Menschen und haben Leben innerhalb unserer Gesellschaft. Und da gibt es einfach viele Vorannahmen, mit denen wachsen wir ja auch auf. Das ist ja auch verständlich, dass man nicht in einen Gerichtssaal reingeht oder in eine institutionelle Situation und das völlig abschalten kann. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass das wirkt und dass das sehr wirkmächtig ist und dass wir uns damit beschäftigen sollten. Also dass einem das passiert, unter Anführungszeichen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach anzuerkennen, dass diese Geschlechterrollen wirklich schädlich sind für Frauen massiv, wenn es jetzt um die Sexualdelikte geht, aber natürlich auch für Männer. Ja. Also das ist... das ist so der ganz große Diskurs über all dem. Ja. Ein weiteres Argument, das man sehr oft hört, ist, dass da ein Anteil zumindest, sagen wir mal, von Trittbrettfahrerinnen auch dabei sein soll, die persönliche Rachegelüste da ausleben. Ja. Wie könnte man damit umgehen? Also man kann natürlich nicht sagen, das gibt es per se überhaupt nicht, ja, aber... Man muss es natürlich ins Verhältnis setzen. Ja, also wenn man sich anschaut, dass jede fünfte Frau von schwerer sexueller Gewalt betroffen ist und drei von vier Frauen sexuelle Belästigung kennen und erlebt haben. Und also man braucht nur in seinem Umfeld aus Freundinnen, Frauen, Ehefrauen, Töchtern, Schwestern nachfragen, das kennen alle, also den Übergriff, den kennen alle, in irgendwelcher Form auch immer. Man muss das ins Verhältnis setzen. Das ist natürlich furchtbar, wenn das passiert, wenn jemand beschuldigt wird, wie bei anderen Delikten ja auch, wenn jemand beschuldigt wird und dass persönliche Gründe dahinter stehen. Aber da muss man dann wiederum schon so viel Vertrauen in die Justiz haben, dass man sagt, naja, es wird jetzt nicht leichtfertig geurteilt. Also es ist ja eben so das Problem, dass man eben so wenig Verurteilungsraten hat, weil eben es so schwer ist, nachzuweisen, weil es so schwer ist, dass irgendwie wirklich... völlig stringent durchzuerzählen, damit ihr, das weiß ja auch die Traumaforschung, die du angesprochen hast, das weiß man ja, dass es den Opfern teilweise sehr schwer fällt, ganz kurz danach darüber zu reden und auch völlig stringent das durchzuerzählen in so einem Moment, wo sie immer wieder das so quasi in der Erzählung durchleben müssen. Das sind alles Faktoren, die dagegen sprechen, dass man sagt, ja, jeder Richter, jede Richterin verurteilt dich sowieso nach dem ersten Vorwurf. So ist es ja nicht. Ja. Aber die Fälle, die jetzt aus Hollywood diese ganze MeToo-Debatte betreffen, das sind ja meistens Fälle, wo es ja nicht eine Frau war, sondern wo es acht waren, wie jetzt zum Beispiel aktuell beim Morgan Freeman, sondern wo es mehrere Frauen waren. Der Bill Cosby waren es ja ganz viele, da hat es jetzt auch ein Urteil gegeben. Also das sind jetzt, also dieses Argument läuft gerade in der aktuellen Debatte ins Leere, weil das ja wirklich oft ein Dutzend Frauen waren, die da was gewusst haben. Und im Prinzip, also ich habe schon den Impuls, mich zu fragen, warum sollte das eine Frau tun? Also eine Frau, wenn man jetzt sich vorstellt, was das für eine Tortur ist, sich zur Polizei zu gehen und diesen ganzen Ebenen da irgendwie auf diesen ganzen Ebenen mitgehen zu müssen und das immer wieder, also wenn man halbwegs eine Ahnung davon hat, wie das ist,
dann glaube ich, sind es relativ wenige, die da aus Spaß jemanden anschwärzen. Gibt es Zahlen bezüglich der Fälle im Verhältnis zu den Anzeigen und im Verhältnis zu den Verurteilungen? Es kommt, glaube ich, auf die Delikte drauf an. Also die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es sind unter 10% bei den Vergewaltigungen. Aber wie viel es jetzt genau sind, das weiß ich nicht. Ja, also das kann ich jetzt nicht genau sagen. Es ist auch ein häufiges Argument jetzt bei der MeToo-Debatte, weil da wäre es jetzt irgendwie ein bisschen unklar, worauf, weil da bezieht man sich auf unterschiedliche Handlungen. Ja. Also eben, da geht es eben auch darum, dass man das jetzt einfach sexuelle Belästigung meint, ja, also dass man jemanden vorwirft, er hätte sie sexuell belästigt, in was für einem Grad auch immer. Also insofern, von da gibt es alles keine Zahlen. Ja. Also das ist alles sehr unklar eigentlich. Ein Teil dürfte wohl auch auf einen, aus meiner Sicht, positiven gesellschaftlichen Wandel zurückzuführen sein. Also ich habe von älteren Männern, älter als ich, noch älter als ich, durchaus des Öfteren gehört, dass so normale Anbagger-Methoden aus den 60er Jahren, die damals notwendig waren, weil, oder notwendig, einfach üblich waren, weil damals auch die Schamschwelle der Frauen viel höher war, also sich sozusagen überreden zu lassen, hat hätte eine höhere Schranke gehabt und ja, also so ein durchschnittliches Anwaltsverhalten würde heute ganz klar im strafbaren Bereich bereits sein. Mhm. Ja, also diese Dinge verändern sich natürlich. Ja. Ist lustig, weil du sagst, weil dass Frauen, das ist ein interessanter Punkt, dass Frauen damals ja auch weniger sexuell offensiv agieren durften. Ja, also dass das irgendwie so ein wechselseitiges Problem ist. Frauen waren ja vor 30, 40 Jahren noch viel mehr in dieser Rolle, dass wenn sie nicht abgeurteilt werden wollen, wenn sie nicht als Schlampen beschimpft werden wollen, wenn sie nicht alles, was weiß ich, alles beschimpft werden wollen, dann müssen sie eben genau das tun, was du jetzt gesagt hast, dass sie eben sagen, nein, ich bin eigentlich nicht interessiert. Und dann dürfen sie einfach nicht zugeben, dass sie sexuelle Bedürfnisse haben und dass sie die jetzt vielleicht auch mit irgendjemanden, den sie gerade vor 5 Minuten kennengelernt haben, ausleben wollen. So. Das war einfach damals noch nicht so und da war einfach von den Frauen noch viel stärker gefordert als heute, dass sie das verweigern. Ja. Und das sind eben so Geschichten, die verwirren das Ganze natürlich. Mit den Jahren verändert sich das auch, aber es wird auch keine gesellschaftliche Debatte darüber geführt. Eben, und dann gibt es eben ältere Männer, die dann sagen, oder nicht nur ältere Männer, die dann sagen, naja, aber das war doch früher so quasi das Spiel und jetzt ist alles anders. Ja, deshalb habe ich gemeint, wir müssen eben drüber reden und man muss das immer wieder aufrollen und schauen, ja, wo steht man, was hat das damals bedeutet für Frauen, wenn sie eben nur bei der Frage, will es dann Kaffee gleich von sich aus angeboten haben, dann gehen wir zu mir. Also das sind ja wahnsinnig spannende Fragen und wenn es da nicht gleich ein extremes emotionales Aufwallen gäbe, dann wäre mehr Platz für diese spannenden Fragen. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, in meiner Jugend, ich bin Jahrgang 1961, war durchaus da noch ein Missverhältnis, dass Promiskuität bei den Söhnen als fesch galt, bei den Töchtern weniger. Weniger, ja. Wobei ich mich immer gefragt habe, naja, wie sollten die Söhne da fesch sein können, wenn das die Mädchen nicht dürfen? Ja, also es gibt von einer schwedischen Comiczeichnerin, da fällt mir jetzt leider der Name nicht ein, ein ganz großartiges Comic, das heißt, ich glaube, Der Ursprung der Liebe, und wo sie eben genau das beschreibt, wo sie ihm erzählt, naja, für Frauen waren halt ökonomisch abhängig, zuerst von der Ursprungsfamilie, dann vom Ehemann. Und das Kapital, das sie hatten, war ihr Körper, ihre Sexualität. Und auf die mussten sie natürlich schauen. Und insofern war es natürlich für Frauen ein viel größeres Risiko, mit ihrer Sexualität so quasi um sich zu werfen. Und das schreibt sie eben ganz großartig. In diesem Buch beschreibt sie das, dass das so die Vorgeschichte ist zu diesem gegenteiligen Verhalten. Weil bei Männern ist es ja im Gegenteil, bei Männern ist es ja irgendwie anerkannt, immer noch, und ein Zeichen von, wie soll ich sagen, ein Zeichen von Aktivität und Coolness und alles. Ja, also das,
wobei das bei Frauen auch tendenziell immer mehr so wird, was auch Druck macht. Also für beide Geschlechter macht das Druck. Ja, also das war immer, hat immer gegensätzlich alles sein müssen. Ja? Und es hat aber, egal welche Rolle es ist, wenn sie feststeht für ein Geschlecht, auch für Männer, wenn sie immer die Aktiven sein müssen, wenn sie immer die sein müssen, die jemanden erobern müssen, die sexuell potent sein müssen, ist das doch wahnsinnig anstrengend. Also ich sehe einfach, ich würde mir einfach so wünschen, dass Männer endlich sehen, was für ein irrsinniges Potenzial für sie im Feminismus steckt, weil es ist einfach eine Befreiungsbewegung für alle. Und also eben dieses, ich stelle mir das furchtbar vor, also wenn ich als männlicher Single da irgendwie auf Eroberungstour gehen muss, das ist doch wahnsinnig anstrengend. Naja, manche begreifen sich da ja als Jäger. Ja, aber wahrscheinlich nicht alle. Und, ja. Wenn ich daran denke, dass meine Eltern zum Beispiel noch in ihrem Ehegelöbnis die Formel drin hatten, dass meine Mutter meinem Vater nicht nur Treue, sondern auch Gehorsam schwören musste, dass sie als Akademikerin, um einen Job anzutreten, seine Unterschrift brauchte, dann wundert es mich auch nicht, dass es so lange gedauert hat, bis Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel bei uns überhaupt zum Delikt wurde. Weil eigentlich war die Frau gewisserweise noch eine Art Eigentum des Mannes. Ja. Also er konnte noch über sie bestimmen jedenfalls. Genau, in Schweiz, glaube ich, waren es die 80er. In manchen Gebieten sogar die 90er, wo die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Wenn ich nicht irre, zählen wir da jetzt zu den manchen Gebieten in Österreich. Ja, also das waren halt die Jahre, wo einfach, was Gleichberechtigung betrifft, gewisse Deckel eingezogen wurden. Und da ist es jetzt auch geblieben. Also großer Fortschritt war auch die Sexualstrafrechtsreform 2016, ja, Jänner 2016, das war auch wichtig. Aber so die großen Themen, eben Vergewaltigung in der Ehe, Abtreibung, Familienrechtsreform, diese Dinge, die sind alles SPÖ-getrieben, muss man sagen. Ja. Also teilweise von der ÖVP verhindert, also auch bei der Vergewaltigung in der Ehe gab es auch Widerstände aus der ÖVP. Und das Hauptargument, dass man jetzt immer wieder, das immer in der Gegenwart bei MeToo hört oder beim Sexualstrafrecht in Schweden, wo es jetzt irgendwie das Konsensprinzip gibt, wo fährt denn das hin? Das ist irgendwie schon interessant, dass das jetzt so selbstverständlich ist, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Delikt ist. Und damals war das einfach das gängige Gegenargument. Ja, das soll man den Leuten in die Schlafzimmer reinschauen oder was? Das hört man jetzt genauso. Ja. Und ja, aber eine Gesellschaft muss schon darüber entscheiden, gemeinsam, wie weit sie kommen will und was ihnen sexuelle Autonomie für Frauen wert ist einfach. Schweden, weil du es angesprochen hast, ist ja ein Land, an dem sich ein sehr weit fortgeschrittener gesellschaftlicher Wandel zeigt. In den 70er Jahren war Schweden ja noch das Zentrum der europäischen Pornoindustrie. Das, glaube ich, würde man sich heute nicht mehr leisten können. Naja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil es ist die Frage, welchen Porno meint man? Also meint man den Mainstream-Porno, wo nur Frauen vorkommen mit aufgeblasenen Brüsten, aufgeblasenen Lippen, alles aufgeblasen, aufgeblasenen Penissen? Oder meint man Pornografie, die irgendwie weiter gefasst ist? Es gibt ja auch feministischen Porno. So ist es ja nicht. Also es gibt auch fortschrittlichen queeren Porno, der halt einfach versucht, an dem Üblichen vorbei zu agieren. Ja? Also, oder sich was anderes zu überlegen oder sich zu überlegen, das kann doch nicht so quasi, es können nicht zwei oder drei Settings für alle Menschen da sein. Also das, ich glaube, dass ich bin da eher irgendwie die Schiene, dass ich finde, also ich bin jetzt keine Bono-Anhängerin wie die Alice Schwarzer, sondern es geht wie in anderen Berufs-, in anderen Bereichen auch, also um die Frage, gibt es da Ausbeutungsverhältnisse, welche Geschlechterbilder werden produziert oder werden reproduziert vor allem. Und ist das wünschenswert für eine Gesellschaft, in der Diversität ein Wert sein sollte? Und ich glaube, so
im Mainstream-Porno ist das halt irgendwie für eine, vielleicht ist es sogar für eine Minderheit, ich weiß es nicht. Also vielleicht hat sich es einfach etabliert als eine Sexualfantasie, was ja im Prinzip so von der Begrifflichkeit Sexfantasie widersinnig ist, weil Fantasie kann nicht eintönig sein, aber der Mainstream-Porno produziert sehr wohl eintönige Bilder. Also insofern was ich sagen will, um das abzukürzen, Feminismus und Pornografie oder fortschrittliche Gesellschaft in Fragen der Gleichbehandlung muss sich nicht mit Pornografie per se widersprechen. Also überhaupt nicht. Eine letzte Frage noch zum Thema Sexualität, bevor wir uns vielleicht anderen Gebieten zuwenden. Die Rolle der Frau, die Situation der Frau hat sich also in den letzten 20, 30 Jahren durchaus geändert. Mhm. Würdest du sagen, hat sie sich verbessert oder hat sich nur ein anderer Druck aufgebaut anstelle der vorigen Schwierigkeiten? Also ich glaube, es hat sich im Prinzip an allen Ebenen ein bisschen was verbessert. Aber es gibt große Unterschiede, für welche Frauen es sich etwas verbessert hat. Also man kann nicht sagen, es ist für die Frauen besser geworden. Für Frauen wie mich ist es wahrscheinlich um einiges besser geworden. Ich habe studieren können, ich bin in Österreich aufgewachsen, hier geboren und so weiter. Ja. Ich habe einen Beruf, der relativ hohes Ansehen genießt. Also ich würde sagen, für mich ist viel besser geworden. Ich habe vor ein paar Jahren eine alte Bekannte getroffen, also ich bin am Land aufgewachsen, die habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesprochen, und die hat mir erzählt, so ganz nebenbei, sie ist schwanger geworden und sie hat dann leider ihren Job verloren. Für die war das völlig selbstverständlich, und sie hat auch nicht gewusst, dass es nicht legal ist, eine Frau während ihrer Schwangerschaft vor die Tür zu setzen, wo sie war angestellt. Also da ist mir bewusst worden, es gibt Riesengefälle, also zwischen Stadt, Land, was zum Beispiel Kindergärtenplätze betrifft, was die sozialen Schichten betrifft, was ökonomische Hintergründe betrifft, was geografische Hintergründe betrifft. Also da gibt es einfach Frauen, wo man sagt, okay, da sind wir jetzt vielleicht sogar vor 75, weil sie die Gesetze, die es gibt für sie, sich nicht trauen einzufordern. Also ich glaube, die entscheidende Antwort ist, dass man einfach sagt, es hat sich prinzipiell sehr viel verändert, aber es hat sich nicht für alle Frauen gleichermaßen verändert. Also es gibt da einfach eine große Kluft. Ja, das ist ein Riesenproblem. Was wir vorher angesprochen haben, dass Frauen sich eigentlich auf Positionen stellen, die gegen die Interessen der Frauen im Allgemeinen, um es jetzt wieder zusammenzufassen, natürlich ist das sehr individuell, die persönliche Situation und der persönliche Hintergrund, das ist ja so alt wie der Feminismus selber. Also das war schon zu Zeiten der Suffragetten im 19. Jahrhundert nicht anders und ist bis heute noch so. Wie kommt das, dass Frauen es nicht erkennen, dass das ein Vorteil für sie wäre? Es ist nicht für alle ein Vorteil. Wenn jetzt zum Beispiel die Christine Lagarde sagt, die IWF-Chefin, ich habe es nur auf diesen Posten geschafft wegen einer Quote, dann ist es für sie selber nicht sehr gut, weil sie offensichtlich an eine Leistungsgesellschaft glaubt, wo der oder die Beste einen Job bekommt, weil eben die Kompetenz Ausschlag gegeben hat. Insofern wäre es für sie kein Vorteil, für frauenpolitische Instrumente wie die Quote einzustehen, weil sie damit implizit zugeben wird, dass sie das ganz gut finden, dass dann manche Frauen auf einem Posten sitzen wegen ihres Geschlechts. Also das ist natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite könnten sich dann auch jetzt in der jetzigen Situation Männer denken und daran kiefeln, dass sie vielleicht auf einer Position sitzen, auch wegen ihres Geschlechts, weil sie einfach systematisch Vorteile genossen haben auf ihrem Karriereweg, der sie dorthin gebracht haben. Also wir sollten einfach diese Situation in den Griff kriegen, dass Leute
auch wegen ihrer sozialen auch wegen ihrem sozialen Hintergrund stark im Vorteil sind, so einen starken Startvorteil haben, dass, wenn sie ehrlich darüber nachdenken, schon in Betracht ziehen müssten, dass es nicht ganz an ihrer Kompetenz liegt. Also es ist eben nicht für alle Frauen ein Vorteil zu sagen, ich bin für diese frauenpolitischen Instrumente eben, wie die Quote, weil sie dann vielleicht das Vorurteil abbekommen würden, dass sie es nicht können würden. Ja. Also wobei ja immer, wenn es eine Quotenregelung gibt, die immer bei gleicher Kompetenz die Voraussetzung ist. Ja, und die anderen Frauen, also jetzt abgesehen von dieser Kategorie, fällt es mir natürlich auch schwer nachzuvollziehen, warum man das nicht will. Aber es gibt ja auch in der Arbeiterschaft oder in der Arbeiterinnenschaft gibt es ja auch Leute, die kategorisch gegen ihre Interessen wählen. Das ist ja nicht nur beim Frauenthema so, sondern es gibt genügend Leute, die Parteien wählen, die eigentlich absolut nicht ihre Interessen vertreten. Die FPÖ ist ein gutes Beispiel dafür. Vermutlich haben einige die Programme nicht gelesen. Genau. Würdest du sagen, dass die Quote ein sinnvolles und effektives Mittel ist, die Stellung der Frau zu verbessern? Ja, effektiv bestimmt. Es ist manchmal ein sehr schmerzhaftes Mittel, weil es einfach so ein bisschen in die Richtung geht, unfaire Verhältnisse mit einer anderen unfairen Strategie, vielleicht manchmal unfairen Strategie zu bekämpfen. Das ist natürlich nicht schön. Aber man muss schon auch wieder irgendwie wieder mal die Verhältnismäßigkeit sie in Gedächtnis rufen, wie viele Frauen halt eine Stelle nicht bekommen, weil sie eine Frau sind und das aber viel intransparenter ist wie umgekehrt. Also wenn man jetzt aufgrund einer Quotenregelung einen Job nicht bekommt, dann ist es im Optimalfall ja sehr transparent. Und das ist zumindest etwas, für den Betreffenden ist es natürlich auch nicht schön, aber vielleicht kann er sich damit trösten, dass ihm eine Schar von Frauen gegenübersteht, die alle irgendwie nicht weitergekommen sind, weil sie eine Frau sind. Oder also nicht nur, weil sie eine Frau sind, sondern auch mit diesen ganzen Dingen, wofür sie halt zuständig sind im Leben und auch scheinbar autonom gefällte Entscheidungen dahinter stehen. Also ich will jetzt nicht scheinbar autonom sagen, in dem Sinne ist es schwierig, irgendwie Leuten abzusprechen, dass sie nicht frei entscheiden, aber das Institut für Biologie in Wien hat kürzlich ausgewertet, wie viel das mehr Frauen als Männer ein Doktorat machen zum Beispiel und das, wie sehr sie das im Laufe der Karrieren ausdünnt. Und die haben das ganz schön nachgezeichnet, welche Argumente die Frauen da angeben. Und das ist zum Beispiel, dass man als Wissenschaftlerin sehr flexibel sein muss, einmal in dem Land arbeiten muss, einmal in dem Land. Und dass sich einfach gezeigt hat, dass viele Frauen nicht bereit sind und auch ihren Partner nicht überzeugen konnten, da ein Nomadenleben zu führen und Frauen viel stärker auf die Familie fokussiert sind und das deshalb nicht tun. Das sind alles Sachen, wo man sagen könnte, ja, selber schuld. Das stimmt schon, aber bis zu einem gewissen Grad stimmt das schon, aber es ist trotzdem, diese Lebensentwürfe und diese Lebenswege sind trotzdem noch so stark entlang des Geschlechts sortiert, dass man nicht einfach sich damit zufrieden geben kann, das sind jeweils autonome Entscheidungen. Das kann so nicht stimmen, weil dann müsste man sagen, dass der Grund, warum so wenig Leute, wo die Eltern keine Akademiker sind, dass die auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch kein Studium machen, auch selber entschieden haben. Also das kann man so nicht sagen, sondern das sind gesellschaftliche Sphären, die schon sehr mitbestimmen und die darüber bestimmen, ob sich jemand in gewissen Rollen wohlfühlt oder nicht. Also das erzählen ja Leute, Arbeiterinnen, Kinder sehr oft, wie schwierig es für sie war, auf der Uni Anschluss zu finden, einfach weil sie dieses Selbstverständnis nicht hatten oder diesen Habitus nicht hatten, um einen guten Draht zu Professoren, Professorinnen zu haben. Das sind alles so
soziologisch tausendfach nachgewiesen, aber trotzdem sehr diffizile Situationen. Und da ist es viel zu einfach zu sagen, einfach freiwillig oder nicht. In der Tat ist in diesem Bereich ja jetzt nicht nur die Kreiskysche Reform, sondern auch in Deutschland ist eigentlich dieselbe Situation, sehr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also die soziale Durchmischung in akademischen Berufen ist zwar höher, aber lang nicht so, wie man sich so erhofft und erwartet hätte. Ja, genau. Also das ist ja in Österreich ja, soweit ich weiß, ein besonders ausgeprägtes Problem, dass sich Bildung vererbt, und also da glaube ich, dass wir entweder in Millimeterschritten oder gar nicht weitergekommen sind. Das ist ein Riesenproblem. Und ja, vielleicht wird sogar wieder stärker das Problem, wenn man sich anschaut, dass einfach in vielen Berufsbereichen es notwendig ist, dass man jahrelang praktisch um nichts arbeitet. Und da haben natürlich dann Leute einen Vorteil, für die es kein Problem ist, ein Praktikum nach dem anderen zu machen, das, wofür sie 400 Euro kriegen oder weniger und halt nur Kompetenz ansammeln, kein ökonomisches Kapital, und das jahrelang so betreiben. Das können einfach viele nicht. Das ist einfach für viele undenkbar, und dann geht man natürlich in einen Beruf, wo man ab 20, ab 18 oder ab 16 verdient, anstatt mit 28 vielleicht das erste reguläre Gehalt zu bekommen. Vielleicht, weil die Leute machen diese Praktika ja immer mit dem großen Versprechen, dass aus ihnen was wird. Was ist, wenn nicht? Und sie erben aber nichts. Also diese Entwicklung könnte das schon noch einmal verschärfen, also nicht besser machen, wie das in den 70er Jahren das Vorhaben war, sondern eher schlechter machen. Und ich glaube, das sind wir leider eher auf diesem Weg. Tatsächlich ist mir vor einiger Zeit ein E-Mail zugeflattert von einem größeren Wiener Museum, wo eine ganze Latte von Skills erwartet wurde, also Auslandsaufenthalte, Teamführung und so weiter. Das war wirklich ziemlich viel. Und dann habe ich am Ende geschaut, ja, was suchen die da eigentlich? Es war eine Praktikantenstelle. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das sind jetzt die Jobs, in dem Fall im Kulturbereich, wo man sozusagen einsteigt und dann vielleicht irgendwann einmal Jahre später an die Schalthebel gerät. Aber nur dann, wenn man halt Eltern hat, die es sich leisten können, einem die ersten Berufsjahre auch noch zu finanzieren. Ja. Also ist geschlechtsübergreifend. Das ist geschlechtsübergreifend, definitiv. Ja. Anhand der Quote zeigt sich eine weitere Problematik, nämlich der Terrainverlust, der mit dem Terraingewinn der Frauen naturgemäß einhergeht. Und ich selber kenne einige Männer, die durchaus aufgeschlossen sind, feministischen Problemstellungen und Fragen gegenüber, aber nach dem fünften Job, den sie dann aufgrund einer Quotenregelung nicht bekommen haben, geraten sie dann doch ein wenig ins Wanken und sinnieren. Ja, also der Terrainverlust ist ein bisschen ein Luxusproblem. Ich glaube, es ist ein Problem, aber es ist natürlich ein Luxusproblem, wenn man, also jetzt es allgemeiner fasst und sagt, naja, es geht ums Aufgeben von Privilegien. Also das, bei den Quoten stimmt es natürlich, da ist, wenn das jetzt wirklich, wenn man in Folge, keine Ahnung, den x-ten Job nicht kriegt, weil ihn eine Frau kriegt, und dann ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass das erstens einmal eine Minderheit ist und zweitens, dass es im Allgemeinen zeigt, wie sehr das in unser aller Interesse ist, dass wir dieses Problem in den Griff kriegen. Diese ganze Problematik, für die sollten einfach jetzt beide Geschlechter eintreten und es sollten Frauen und Männer unter Druck geraten, hier was zu tun. Und in den 60ern, 70ern und auch schon davor waren es halt vorwiegend Frauen, die gesagt haben, wir brauchen eine massive gesellschaftliche Veränderung. Wenn diese eintritt, haben wir nichts zu verlieren. Im Gegenteil, sie haben nur zu gewinnen. Und auch Männer sollten eigentlich mal schauen, was sie selbst gewinnen könnten. Das mit der Quote, das haben wir vorher schon geredet, das ist eine Phase, hoffentlich eine Übergangsphase, wo kleine Teile der Gesellschaft ein ungerechtes System für ein paar Jahre hoffentlich nur durchstehen sollten. Also das wäre jetzt so die Idealvorstellung, dass das bald ein Ende hat.
Aber prinzipiell wäre es wichtig, dass man einfach, dass Männer einfach sehen, dass es für sie eben kein Terrainverlust ist oder sein sollte, sondern dass es letztendlich ein Terraingewinn sein sollte, rein in Bereiche, wo sie sonst nicht waren. Dass es eben selbstverständlich sein sollte, dass Kinder Zeit mit ihren Vätern verbringen, zum Beispiel. Ich lese immer wieder irgendwie große Interviews mit großen Zampanos aus der Wirtschaft, aus der Kultur und so weiter, die 60-jährig beweinen, dass sie zu wenig Zeit mit ihrer Familie verbracht haben, mit ihren Kindern verbracht haben. Und ich frage mich dann immer, ob sie jetzt, wenn diese Leute jetzt 20 oder 30 werden, ob sie sich wieder so entscheiden würden, nämlich für die Karriere und die Familie, die ist halt daheim und die sehe ich halt am Abend und am Wochenende, oder ob sie sich heute dafür entscheiden würden, für ihre Karenz zu kämpfen. Weil warum nicht? Frauen haben auch dafür gekämpft, dass sie in die Berufe können, dass sie in alle Berufe können. Männer sollten dafür kämpfen, dass sie daheim bleiben können. Und das ist unangenehm in der Arbeitsstelle. Es ist noch immer so, also, dass es in vielen Bereichen nicht gern gesehen wird, noch weniger gern bei Männern, weil man nicht damit rechnet. Die sagen, ja, meine Frau ist schwanger, kriegt ein Kind. Interessiert den Arbeitgeber nicht, weil er nicht meint, dass sich dadurch irgendwas verändert. Die Frau erzählt es seit Jahrzehnten und der Arbeitgeber, bei dem rattert schon im Kopf, was man jetzt alles in die Wege leiten muss. Dieser Nachteil im Job, der muss sich auf beide verteilen. Und es ist ein Nachteil, der für viele Männer ja auch ein Riesenvorteil ist, weil sie endlich irgendwie diese ganze Fürsorgearbeit leisten können, die ja auch sehr schön sein kann. Aber sie ist nicht schlecht bezahlt oder sie ist gar nicht bezahlt. Das ist natürlich die Krux daran. Aber wenn man sagt, man hat quasi die andere Hälfte der Gesellschaft, also wenn man es jetzt nach Geschlechtern aufteilen will, mit an Bord, die dafür kämpft, dass Kinderbetreuung, dass die Betreuung der Eltern, der Verwandten, kranker Verwandten, dass das etwas ist, was man machen möchte, dass man einfach bei jemandem sein möchte, wenn er Hilfe braucht. Wenn alle dafür kämpfen, dass das gesellschaftlich aufgewertet wird, dann bin ich überzeugt, dass das langfristig auch eine Aufwertung bedeutet für die Berufe in diesem Bereich. Und das ist zum Beispiel ein Terrain, das Männer gewinnen können und auch gewinnen müssen künftig. Also ich sehe es nicht als Verlust. Ich verstehe das, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil diese Privilegien, die Männer, ich habe sie vorhin schon gesagt, die Männer haben, sind ja auch mühsam. Wer will denn schon Alleinverdiener sein? Das ist eine Last, stelle ich mir vor. Ja, vor allem ist die Last insofern heute größer, als sie je war, einzelner Verdienst meistens heute nicht mehr ausreicht, um eine Familie zu ernähren. Genau. Ja, also es war früher oft, es ist eher so das verklärte Bild, dass man sagt, früher konnte die Frau daheim bleiben und in Ruhe, die Kinder, die musste auch oft arbeiten gehen. Also, dass so viel Geld da war, dass der Mann irgendwie eine vierköpfige, fünfköpfige Familie durchbringt, ist. Ja, vor allem war die weibliche Arbeit zu einem großen Teil auf einem Gebiet, das nicht als Arbeit wahrgenommen wurde und heute noch nicht als Arbeit wahrgenommen wird. Das ist schon angesprochen, also Fürsorgearbeit, Reproduktionsarbeit, wie man so sagt. Genau. Also Kindererziehung zum Beispiel ist ja ein Dienst an der Gesellschaft. Genau, ein extrem wichtiger. Ja. Also, und einer, den eben nicht nur Frauen erbringen sollten, weil es ist für Kinder einfach wichtig, unterschiedliche Bezugspersonen zu haben. Das ist ja, also wenn man Einzelkinder hat, also bei Eltern von Einzelkindern hört man immer wieder, ja, mir ist wichtig, dass mein Kind mehrere Vertrauenspersonen hat. Und so ist es generell. Also es ist doch diese Bindung an eine Person und die macht dann alles perfekt. Das ist ja eine Idealvorstellung und überfordert ja auch viele Mütter. So ist es ja nicht. Also es ist ja auch eine Überforderung. Also dieses Ideal ist ja auch wahnsinnig belastend. Genauso eben wie das Ideal belastend ist, wie du schon gesagt hast, irgendwie so viel Geld zu verdienen, dass es für alle ausgeht. Und eine Ausbildung für die Kinder vielleicht auch noch. Also, so viel Geld verdienen zu müssen. Genau. Also die Gesellschaft ist ja jetzt überhaupt nicht mehr so aufgestellt, dass das möglich ist. Also wir hängen da eigentlich, was unsere ganze Arbeitswelt betrifft und unsere ganze Organisation von Kinderbetreuung, das ist ja eigentlich völlig paradox mit unseren Anforderungen in der Arbeitswelt.
Auch hier gibt es natürlich ein großes Stadt-Land-Gefälle, genau, also mit Kinderbetreuungsplätzen zum Beispiel. Genau, und in Oberösterreich hat man jetzt gesehen, ganz aktuell, haben wir gesehen, was das ausmacht, wenn die Kinderbetreuung kostenpflichtig ist. Die haben am Nachmittag, glaube ich, kostenpflichtig, die haben jetzt 50% weniger Anmeldungen. Also das Geldargument bei der Kinderbetreuung ist alles andere als vernachlässigbar, auch wenn es nur 60 Euro sind oder 70. Es gibt Männer, die den Standpunkt vertreten, der Feminismus sei bereits längst über das Ziel geschossen und in Wahrheit hätten die Frauen auch in den Haushalten daheim die Hosen an und dieser Gender Pay Gap würde in Wahrheit gar nicht existieren. Ja, der existiert wirklich nicht, wenn man ihn nur in einer gewissen Weise interpretiert. Also es gibt verschiedene Zahlen, was die Gehaltsschere betrifft. Und diese Zahlen sind jeweils Faktum, was nicht Faktum ist, was die Rezipienten und die Rezipientinnen aus ihrer Überzeugung aufgreifen. Ja, also ich sage immer, es gibt diese Zahl 40% Gehaltsunterschied, wenn man wirklich alles mit einrechnet, nämlich auch berücksichtigt eben, also wenn man nichts mit einrechnet, wenn man sagt Teilzeit, Karenzunterbrechungen, alle, wenn man einfach das rechnet, was Frauen im Endeffekt in der Geldtasche haben oder im Konto haben, dann haben einfach Frauen 40% weniger Geld, über das sie verfügen. Dann kann man natürlich einwenden, das ist völliger Schwachsinn, weil es ist eh logisch, dass man Teilzeit weniger arbeitet, weniger verdient wie Vollzeit und dass man, wenn man irgendwie 2 Jahre bei den Kindern daheim ist, das mag alles stimmen, nur wenn man sich die Pensionen anschaut, dann hat das sehr wohl Relevanz, ja, weil ich glaube, die durchschnittliche Frauenpension ist 900 irgendetwas oder sogar drunter und ich glaube, die durchschnittliche Männerpension ist zwischen 1400 und 1500. Ja. Also das ist ein Riesenunterschied, das macht schon wahnsinnig viel aus. Also ich finde zum Beispiel diese Prozentzahl 40% Gehaltslücke oder Gehaltsdifferenz nicht so ohne. Also ich finde nicht, dass man das außer Acht lassen kann. Andere wiederum sagen nein, man muss diese Zahl nehmen, circa 8%, wo man wirklich alles mit berücksichtigt. Ist es Teilzeit, ist es eine bestimmte Sparte, ist es die Ausbildung, die Position, also alle möglichen Aspekte, die man in einem Berufsleben so ansammelt, an Spezifika werden mit eingerechnet. Und die Zahl nehmen wir dann, die ist natürlich um einiges niedriger. Und da könnte man dann sagen, ja, da braucht man sich jetzt nicht mehr großartig drüber aufregen. Aber man muss ja natürlich fragen, warum ist es so, dass eben Frauen die schlecht bezahlten Betreuungstätigkeiten übernehmen, Kindergartenpädagoginnen werden, das ein schlecht bezahlter Beruf ist oder diese Frage muss man eben stellen, warum haben Männer kein Interesse daran? Liegt es nur am Geld oder ist es gesellschaftlich oder nur an der gesellschaftlichen Abwertung, die es teilweise für diese Berufe gibt? Ich finde, man kommt in der Analyse halt nicht weiter, wenn man sagt, ja, das ist diese Gehaltsdifferenzen sind alle erklärbar mit eben Sparte, Teilzeit und so weiter. Aber ich will schon gern wissen, ja, was sind das für Erklärungen? Sind das Erklärungen, wo man sagen muss, naja, da ist aber auch ein Machbarkeitsanteil drinnen, ein Gestaltungsanteil. Wollen wir, dass das so bleibt? Wollen wir, dass in den Kindergärten nur Frauen sind? Oder wollen wir, dass da auch Männer sich einbringen? Also das ist halt, also das hängt damit zusammen mit dieser Frage nach dem Pay Gap zum Beispiel. Und die Frage, dass das, also oder die Meinung, dass der Feminismus übertreibt, die gibt es ja auch schon seit 100 Jahren. Also länger wahrscheinlich schon. Also als Frauen das Wahlrecht wollten, ist natürlich gesagt worden, das ist eine völlig überzogene Forderung. Das Wahlrecht, seid ihr verrückt. Und bei allem, so bei jeder frauenpolitischen Forderung ist die Argumentationslinie völlig übertrieben. Und insofern, das ist jetzt kein Argument, über das man sich noch den Kopf zerbrechen sollte. Wenn du sagst Frauenwahlrecht, da habe ich sozusagen einen historischen Moment miterlebt. Das muss gewesen sein, 1990. Ja. War ich in der Schweiz und da wurde im Halbkanton Appenzell-Innerrhoden zuletzt abgestimmt über das Frauenwahlrecht.
Da waren durchaus auch Frauen im Fernsehen zu sehen, die gemeint haben, das braucht man eigentlich nicht. Weil dort ist es, ich glaube, auf kommunaler Ebene immer noch so, aber ja, da versammelt man sich am Marktplatz und es wird mit Handheben abgestimmt und manche Frauen haben gemeint, ja, das braucht man eigentlich nicht, weil es wird in der Familie vorher bestimmt, wie der Mann abstimmt und wir sehen es ja und Gnade im Gott, er tut was anderes. Ist natürlich ja, ein etwas seltsames Demokratieverständnis im ja, Vorzeigeland der Demokratie ja, und kurze Zeit später ist das Bundesgericht Bern dann auch drüber gefahren und hat gesagt, also Kinder, das geht heute nicht mehr an der ja, Schwelle zum 21. Jahrhundert und hat das ausgehebelt. Mhm. Also inzwischen dürfen auch Frauen am Marktplatz stehen und dort die Hand heben. Völlig übertrieben. No, noch ist die Schweiz nicht auseinandergebrochen. Genau, ja. Deswegen. Ja. Eine sehr überraschende männliche Position nehme ich oft wahr, wenn es um Migration geht. Ja. Nämlich auf einmal werden dieselben Leute in meiner Wahrnehmung zum Beispiel, zumindest, die eigentlich Frauenthemen gegenüber nicht so aufgeschlossen sind und, mhm, und jetzt nicht so progressive Standpunkte vertreten werden, auf einmal ganz besorgt, dass es den Frauen so furchtbar schlecht gehen könnte, mhm, wenn wir zunehmend Moslems ins Land mhm, lassen und dass das vorrangig junge Männer wären, die gewaltbereit ja, und was weiß ich, was alles sein. Ja, ja, also es ist ein wirklich ein schwieriges Thema, weil man natürlich, also das ist wirklich ein komplexes Thema, weil man natürlich als Feministin immer oder generell als Gesellschaft jede Form von sexueller Gewalt oder Gewalt gegen Frauen oder Unterdrückung ohne Unterschiede aufstehen muss und was dagegen tun muss. Und jetzt kommen eben Leute daher, wie du eh schon richtig gesagt hast, die das ganz offensichtlich instrumentalisieren. Also wo sie eigentlich, und man muss einfach schauen, woran erkennt man die Aufrichtigkeit des frauenpolitischen Anliegens dahinter. Und die erkennt man eben daran, dass man eben den Blick so einengt, dass es nur eine bestimmte Gruppe betrifft. Also, und das ist natürlich gefährlich. Man darf natürlich nicht wegschauen, wenn es darum geht, dass, keine Ahnung, geflüchtete Männer nach Österreich kommen und Dinge passieren, die dann wahnsinnig stark in den Medien auch sind. Das ist ja auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, interessant, das sind Fälle von sexueller Gewalt, die es von Österreichern so in den letzten Jahren nicht in die Agenturmeldungen geschafft haben zum Beispiel. Ja. Also das ist, es wird der Blick da so massiv eingeschränkt auf eine Gruppe und das birgt einfach die Gefahr in sich, dass man dann die anderen übersieht. Also das ist total schwierig, einerseits die Fälle an sich sehr ernst zu nehmen und auch dahingehend zu analysieren, warum ist das passiert? Liegt das jetzt daran, dass liegt es vielleicht wirklich an der Herkunft? Liegt es daran, dass gewisse Vorstellungen von der Autonomie von Frauen überhaupt nicht existieren? Also das sind Fragen, die man sich natürlich anschauen will und gleichzeitig merkt man parallel, dass plötzlich im Zusammenhang mit sexueller Gewalt nur mehr eine Gruppe von jungen Männern diskutiert wird und alle anderen dann so quasi im Leo sind und da wird es einfach weniger schwer bewertet und das ist eine totale Verzerrung der Debatte. Das ist extrem gefährlich, weil es ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem rassisiert. Das ist ein Riesenproblem und ich weiß oft selber nicht, ganz ehrlich gesagt, wie damit umgehen, weil das einfach so vielschichtig ist und einerseits. Andererseits ist es sehr offensichtlich, wenn zum Beispiel Parteien gegen das Kopftuch wettern und Freiheit der Frauen sagen und gleichzeitig jede frauenpolitische Initiative, jeden Vorstoß genau mit dem, was du vorher gesagt hast, mit der völlig übertrieben, völlig überspannt, ihr spinnt's doch. Also da ist es relativ, da ist es überhaupt nicht kompliziert, das sieht man einfach. Ihr bringt zwar diese Argumente vor, aber mit euch kann man darüber jetzt einfach nicht gut verhandeln. Ja? Also das ist dann relativ offenkundig. Und trotzdem bleibt es ein komplexes Problem.
wie damit umgehen, ohne Rassismen zu befeuern. Das ist irrsinnig schwierig. Wir müssen sexuelle Gewalt in jeder Form ernst nehmen. Aber das Machen, das gelingt auch. Es ist auch bei dieser Köln-Geschichte in Deutschland 2015 auf 2016, glaube ich, diese Silvesternacht, die war ja eine Zäsur, was diese Thematik betrifft. Ja, also da ist eben dieser Bahnhofsplatz, wo Männer aus Nordafrika, wo sich eben in mehreren Gruppen zusammengetan haben und Frauen sexuell belästigt haben, ganz massiv teilweise. Also das war, was diese Frage betrifft, eine Zäsur. Und da hat man auch, was dieser ganzen Rattenschwanz an Debatten nachgezogen hat, hat man auch gesehen, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Aber es ist ja auch gelungen von feministischer Seite, diese Initiative, wie hat die geheißen? Das war so eine Twitter-Kampagne. Irgendwie ohne Ausnahme oder so, ich habe jetzt den Hashtag nicht mehr parat. Das war einfach eine Kampagne, wo es darum gegangen ist, dass es eben ohne Ausnahme alle Sexualdelikte, alle Übergriffe zu verurteilen sind, aber eben ohne Ausnahme und nicht vor allem von jenen. Das ist der große Unterschied. Aber es ist ein schwieriges Thema, ja, und es ist ein schwieriges Thema und es ist manchmal so offensichtlich und so plump, dass man nicht versteht, dass die Leute drauf reinfallen. Tatsächlich weiß der Sicherheitsbericht 2017, der österreichische Sicherheitsbericht 2017, der im Frühjahr veröffentlicht wurde, also nicht nur bei Gewaltverbrechen und sexuell konnotierten Gewaltverbrechen keinen Anstieg. Genau, ja. Eigentlich die einzigen Bereiche, die angestiegen sind, sind Wirtschaftsverbrechen, ja. Und insbesondere auch Internetbetrug, ein relativ junges Geschäftsfeld, ja. Und beides nicht gerade die Kerngebiete von Asylwerbern. Genau, das habe ich gemeint eben vorher, dass ich schon jetzt, also ich mache das jetzt 10 Jahre, dass ich mich mit Frauenpolitik journalistisch beschäftige und mir ist halt im Zuge der 2015, Herbst 2015, viele Flüchtlinge kommen ins Land, also im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass es plötzlich kleinere Sexualdelikte dass öfter einfach in den Medien kleinere Sexualdelikte auftauchen, die mir davor nicht aufgefallen sind. Und eben immer, wenn sie von Flüchtlingen oder von Leuten mit Migrationshintergrund verübt wurden. Das ist die Wahrnehmung ist das große Problem an dieser Debatte. Also die Wahrnehmung und der Spot auf gewisse Bereiche, auf gewisse Menschen ist einfach extrem diskursverzerrend und beeinträchtigt die Debatte extrem und ja, aber dafür werden Parteien gewählt. Ja. Also es ist auch ganz nüchtern gesagt klar, warum es die Parteien machen. Es funktioniert. Es erstaunt mich auch seit vielen Jahren, dass die Innenminister und Innenministerinnen dann nicht etwas stolzer sind auf die Leistungen ihrer Polizei. Genau, dass sie nicht sagen, das schaut her, das ist alles. Weil ja auch die Aufklärungsquoten an sich gestiegen sind. Mhm. Stichwort Kopftuch hast du vorhin erwähnt. Ja. Wie würdest du das beurteilen? Ist das Kopftuchverbot in den Schulen, Kindergärten ein Mittel zur Befreiung von jungen Frauen oder führt es dann eher dazu, dass sie stärker isoliert werden, weil von ihren Vätern dann verboten wird, in die Öffentlichkeit zu gehen ohne Kopftuch? Mir fällt auf, jetzt muss ich schon wieder sagen, dass das eine extrem komplizierte Frage ist. Wir leben in einer Welt der komplizierten Fragen. Ja, ich habe das so oft schon jetzt so beantwortet. Einfach, weil ich mit den Jahren merke, dass das auch die Kopftuchfrage, dass mir einfach meine Ja-Nein-Positionen abhanden gekommen sind. Das ist auch so etwas, wo ich genauso wie bei Sexarbeit und Prostitution, wo ich einfach weder Ja noch Nein sagen könnte. Also ich kann es mir einfach aus meiner ganz subjektiven Perspektive nicht vorstellen. Ich kann mir Religiosität und Frauenrechte, für mich ist das extrem widersprüchlich. Sei es jetzt Katholizismus, sei es der Islam, das geht für mich einfach ganz schwer zusammen, weil alle großen Weltreligionen sind, also da hat man einfach als Frau immer irgendwie das Nachsehen, also nicht nur irgendwie, man hat das Nachsehen. Insofern ist das für mich generell ein Paradox, aber natürlich muss man einfach Frauen hören, die sagen, ich bin eine
katholische Feministin, ich bin eine muslimische Feministin. Und man muss, wenn sie von sich sagt, ich trage das, weil aus diesem, jenen und diesem Grund, die Kübra Gümüşay, das ist eine deutsche Bloggerin, die sagt immer, es gibt so viele Gründe für das Kopftuch, wie es Kopftuchträgerinnen gibt. Ja. Ja, dann muss ich das bis zu einem gewissen Grad, oder will ich das, müssen nicht, aber ich will es akzeptieren und ich will nicht sagen, ich weiß, wie autonom sein aussieht nach außen hin. Ja. Das ist eben ein freies Leben führen, ein selbstbestimmtes Leben führen, ist so ein großes Thema, so eine große Anforderung, dass ich doch niemandem sagen kann, du sagst es zwar von dir, aber ich sehe an dir, dass da überhaupt nichts dran ist. Das ist einfach Chauvinismus pur und das will ich natürlich nicht. Auch wenn ich immer wieder selber Zweifel habe, wie das mit Weltreligionen zusammengehen kann. Also ich weiß es nicht. Mir geht es oft so, ich lese einen klugen Kommentar, der das Kopftuchverbot vertritt und denke mir, ja, klingt plausibel, dann lese ich einen klugen Kommentar der anderen Seite und auch plausibel. Also ich glaube, dass es da auch etwas, dass es auch etwas ist, wo man irgendwie versuchen sollte, ein bisschen die Luft dahingehend rauszulassen, dass, weil hier ist der Feminismusbegriff ein bisschen ein Kampfbegriff. Also eben, wenn die Alice Schwarzer sagt, das geht, du kannst keine Feministin sein, wenn du ein Kopftuch tragst. Oder du kannst nie freiwillig das und das tun, sonst bist du keine Feministin. Also das funktioniert so nicht. Ja. Das ist schwierig und da muss man, glaube ich, weiter in die Tiefe gehen, wie nur eben das Erscheinungsbild und danach zu urteilen. Da muss man, wenn man schon ahnt, dass jemand unterdrückt ist oder eben gegen den freien Willen zu irgendetwas gezwungen wird, dann muss man sich näher damit beschäftigen, wie nur kurz oberflächlich hinzuschauen. Noch schwieriger ist es natürlich bei Kindern. Also genau, bei erwachsenen Frauen kann man auch sagen, sind zumindest von der Möglichkeit her theoretisch selbstbestimmt. Ja, genau. Also da bin ich, muss ich schon sagen, da haben mich die viele Argumente der Leute nicht überzeugt, die sagen, ist kein Problem in der Volksschule. Kopftuch, ist doch egal, sie macht nur die Mama nach. Da habe ich ein bisschen ein Problem mit der Argumentationslinie, weil ich mir denke, naja, ich mag jetzt aber meine Tochter auch nicht unbedingt in Klamotten in die Schule schicken, die ich anhabe. Ja? Oder ich weiß nicht, irgendwie. Es gibt einfach so gewisse Dinge, wo man einfach einem Kind sagt, naja, du musst halt noch ein bisschen älter werden dafür. Das leuchtet mir nicht ein. Aber was hier wiederum einleuchtet, das bringt uns zu unserem Thema von vorhin wieder, ist eben, dass ich mal anschaue, wer will denn das? Wer will denn ein Kopftuchverbot für die paar wenigen? Es sind nicht viele. Und man weiß es noch nicht ganz genau, wie viele es sind, wie viele Kinder es sind, die mit Kopftuch in die Schule geschickt werden und wie viele davon es wirklich kategorisch von daheim aufgezwungen bekommen. Das wissen wir noch nicht. Da muss ich mir eben genau das wieder anschauen, was wir vorher gesagt haben. Wer will das? Also was für einen Grund wollen die das? Welche Motive stehen dahinter? Und wird da eine politische Bühne bespielt, die eigentlich ganz was anderes will als das Wohl der Mädchen? Das ist wieder ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, es ist sehr oft die Frage aus meiner Sicht, gibt es große Unterschiede, wer etwas tut, auch wer ein Kopftuch trägt, weil nördlich von Scheibs ist das durchaus noch weit verbreitet, auch bei Mädchen ohne muslimischen Hintergrund. In meiner Kindheit, also meine Schwester hat sehr oft Kopftücher getragen, wenn in die Kirche gegangen wurde zum Beispiel, und ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen. Ja, schau, das ist aber ein guter Punkt, das ist eine Vertrauensfrage oft bei politischen Forderungen und politischen Positionen. Vertraue ich diesen politischen Persönlichkeiten, diesen Parteien, dass sie hier, dass da Gründe dahinter stehen, die ich auch vertrete oder nicht? Also das ist eine gute Richtschnur. Auch bezüglich Kinder in militärischen Zusammenhang, was jetzt sehr viel Wirbel ausgelöst hat in einer türkischen Moschee.
muss ich sagen, naja, in Tirol sehe ich auch Kinder in Schützenkostümen ja, herumlaufen genau, und ich würde ja, schon sagen, dass das stimmt, ja, was mit Militarismus auch zu tun ja, hat. Ja, ja. Ja, die Tiroler Schützen. Ein eigenes Thema. da würden die Tiroler auch sehr empfindlich reagieren, glaube ich mal. Du stammst ja von der anderen Seite des Berges, den der Mensch nach dem Landeshäuptling Wallnöfer genau, niemals durch einen Tunnel hätte verbinden sollen. Genau. Zum Abschluss, wo würdest du heute die größten Defizite sehen, die noch bestehen, am Weg zu einer Gleichberechtigung? Das ist auch schwierig. Also es ist ähnlich wie mit der Anfangsfrage. Also wenn man darüber reden muss, reden will, welche Fortschritte es gibt, dann bei den Defiziten kann man genauso sagen, es gibt überall noch Defizite. Und wiederum ist es unterschiedlich, welche Frauen, von welchen Frauen wir reden. Also ich glaube, es gibt Riesendefizite bei Frauen mit weniger Möglichkeiten zur Bildung. Also es gibt einfach die größten Defizite für Frauen, die weniger Zugang zu Ressourcen haben. Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, ein großes Defizit, was im Moment nicht so im Vordergrund steht und im Moment meines Erachtens ein bisschen vergessen wird, sind diese ganzen Debatten um Schönheit, um Körperbilder. Also das ist etwas, was Frauen wie selbstverständlich jeden Tag dauernd beschäftigt. Und fast alle Frauen. Und das ist wirklich anstrengend und es ist wirklich ein großes Thema. Und die Medien haben zurzeit ein bisschen das Interesse daran verloren. Das finde ich eigentlich, und deshalb sage ich es auch, weil mir das auffällt, das war vor 15 Jahren, waren Essstörungen, ja, diese ganzen Krankheiten aufgrund von Körperbildern, die einfach wirklich toxisch sind, stärker Thema, als es jetzt sind. Also mittlerweile ist es cool, Germany's Next Topmodel zu schauen, ist irgendwie, man kann das mittlerweile ironisch schauen, es ist irgendwie kultig geworden. Wir denken, ja, ist irgendwie alles kein Problem mehr. Also diese Mädchenbilder eigentlich sind ja gar keine Frauen, das sind ja junge Mädchen, ständig rauf und runter zu jagen. Das finde ich, das ist ziemlich arg im Moment, und also seit einigen Jahren schon. Und da gibt es wenig kritisches Potenzial. Und das ist halt dadurch, dass es da so eine riesen Industrie dahinter gibt, glaube ich, dass man da sehr aufpassen muss und dass es da noch wirklich viel Defizite im Bewusstsein gibt, wie beschneidend, beschränkend, auch wieder, um wieder beim Thema Sexualität zu sein, dass das für viele Frauen und Mädchen ist und zunehmend auch für Buben. Ja. Also diese Selbstoptimierung, die schwappt ja auf alle über. Und nur weil Frauen damit Jahrzehnte kämpfen, heißt das nicht, dass die in Zukunft Buben auch damit kämpfen sollten. Ja. Also das ist ja so quasi die Ausweitung der Kampfzone, soll ja nicht das Ziel sein. Also die Verschlechterung auf gleich genau, niedriges ja. Niveau. Genau, was ich da sehr positiv wahrnehme, ist, dass wir uns doch langsam, habe ich den Eindruck, zumindest hier aus meiner Wiener Sicht, langsam beginnen zu lösen von diesem streng binären Geschlechterverhalten und ja, dass da alle möglichen Zwischenformen auf einmal sichtbar werden, die es, denke ich, doch immer gegeben hat. Ja, die hat es immer gegeben, genau. Ja. Es ist immer nur die Frage gewesen, wie man gesellschaftlich damit umgeht. Ja. Ja, also das ist ja, genau, das ist auch schon auch ein großes Thema, weil das ja so schön zeigt, dass dieses Mann-Frau ja schon für viele schon immer völlig unbekanntes Land ist. Ja. Also sie einfach da so selbstverständlich einzufügen mit allen Attributen, Kleidungsvorschriften, allem, was dazugehört. Und das ist schon, also dass diese Leute aktiver werden, auch im Diskurs präsenter werden, das heißt, dass irgendwie so dieses, dass die Aufkündigung dieses traditionellen Geschlechterarrangements wird da so plastisch, weil man einfach sieht, das ist keine neue Bewegung eigentlich. Das ist halt für viele schon Faktum, dass sie in einer völlig alternative Wege wählen mussten und wollten. Ja, also das ist schon, ja, das ist schon interessant und das ist auch eine riesen Herausforderung, allein im drüber reden, drüber schreiben. Also das ist alles
wahnsinnig spannend. Aber eben, das Problem ist, wie ich schon einmal gesagt habe, dass es eben die Leute nicht als spannend und herausfordernd, interessant und als Chance begreifen, sondern immer eher als, als was das Sehens ist, als Beschneidung. Und das verstehe ich nicht, weil es ist ja genau das Gegenteil. Also sie sehen es als Bedrohung. Also es ist eine Bedrohung einfach, genau. Also, aber das ist ja auch bei vielen Bereichen auch so, dass Veränderungen als Bedrohung wahrgenommen werden, weil man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Intergeschlechtliche Personen, ähnlich wie bei den Frauen, haben da nichts zu verlieren. Die müssen keine Angst davor haben, was auf sie zukommt. Die haben schon in einer Welt gelebt, wo es ziemlich hart ist, in dieser binären Geschlechterwelt, und die können nur gewinnen. Ganz zum Schluss noch eine kleine Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Binnen-I? Ja, ich verwende das natürlich. Ich kann es natürlich gut. Ja. Also ich verstehe, wenn man einfach Sorge hat, wenn man sich bei jeder Formulierung überlegen muss, wie man das macht. Es ist einfach eine kleine Übungssache. Es ist eine Form, guten, es heißt ja nicht, dass man das durchgängig machen sollte oder muss, schon gar nicht. Das ist ja immer der Zentralvorwurf. Der Verteidigungsminister hat ja erst kürzlich das Binnen-I aus sämtlichen Schriftstücken des Bundesheers verbannt mit dem Argument, dass es eine feministische Vorgabe ist. Das ist lustig, weil es gibt natürlich keine feministischen Vorgaben. Wenn es die geben könnte, dann wären wir, glaube ich, schon weiter. Es ist eine Überlegung, es ist eine Strategie, es sind Ideen, die kann man verwenden oder nicht. Wenn man sie verwendet, dann zeigt man offen guten Willen, dass einem das nicht wurscht ist. Wenn das wer macht, dann finde ich das immer sehr, sehr erfreulich, und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn das dann nicht durchgängig ist. Aber ich finde das einfach, das ist einfach ein bisschen, wie der Justin Trudeau gesagt hat, es ist einfach 2018. Das ist einfach, sollte man einfach probieren, und wer es nicht will, dann soll das lassen, ganz einfach. Also ich bin diese Debatte schon ein bisschen, die geht schon zu lang. Ich danke Beate Hausbichler für den Besuch in der Küche. Idealism prevails. Make the world a better place.